von mir noch. Herzlich willkommen. Mein Name ist Roman und ich entwickle die meiste Zeit irgendwelche digitalen Produkte für Kunden. Und manchmal mache ich das aber auch für mich selbst, wie zum Beispiel im letzten Jahr, als ich herausgefunden hatte, dass zwei große Elektronikmarktketten eine Fundgrube haben, mit Restposten angeboten und Einzelstücken und so weiter. Und man konnte dort, man konnte dort damals noch nicht mit einer Suchfunktion suchen und Sachen sortieren oder so. Das geht mittlerweile auch. Man konnte weiterhin nicht. Na? Ist ein bisschen langsam irgendwie. Ich mache es ansonsten einfach am Laptop. Spoiler. Man konnte damals immer nur sich maximal die 24 Angebote auf einer Seite anschauen, dann wieder mehr laden klicken und das konnte man dann hier für 1000 Sachen machen, wenn man alles sehen wollte. Es gab logischerweise zwei unterschiedliche Seiten, einmal in Orange und einmal in Rot. Und es gab aber auch eine JSON-API und da dachte ich mir doch, es wäre doch jetzt schön, wenn ich einfach einen Suchauftrag stellen könnte und wenn ich dann informiert werden würde, wenn was Passendes gefunden wird. Und da dachte ich mir weiterhin, ich könnte doch jetzt auch Stunden von meiner Zeit investieren, um dann irgendwie 10 Euro sparen zu können bei irgendwas. Und natürlich dabei noch was lernen. Ich habe das letztendlich auch gebaut, dass ich auf der linken Seite als YAML eben meine Suchanfrage stellen kann. Die landen dann auf dem Raspberry Pi. Und der fragt dann in regelmäßigen Abständen, ob ein Byte der API an. Das landet in der Datenbank und dann schaut er, ob es irgendwie passend Angebote gibt und schickt mir eine Mail mit dem Bild und mit dem Link und so weiter, wenn er was Passendes findet. So, jetzt soll es heute aber im Kern nicht um das Was gehen, sondern es soll mehr ums Wie gehen, also wie ich es gebaut habe und welche welche Praktiken mir dabei geholfen haben. Weil es ja sonst in meiner täglichen Arbeit so ist, dass wir ganz viel unterschiedliche Praktiken einsetzen, um großartige digitale Produkte für unsere Kunden bauen zu können. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Praktiken eingehen. Da könnte man wahrscheinlich über jede einen einzelnen Talk halten, aber ich werde mal die Entwicklung von meiner Software, von meiner kleinen App jetzt einfach mal exemplarisch lang gehen und jetzt mal retrospektiv schauen, welche Praktiken ich angewendet habe und ob das überhaupt was gebracht hat. Genau, das hatten wir schon. Ich habe damals Ende letzten Jahres angefangen mit einem kleinen MVP, weil ich einfach wissen wollte, ob das mit der API so gehen wird, wie ich mir das vorstelle, ob ich sofort geblockt werde, wenn ich 5 Requests nacheinander mache oder so. Ich habe deshalb alles lokal laufen lassen. Ich hatte noch keinerlei Datenbank und ich konnte auch nur nach einem Keyword im Titel suchen. Und die Suchergebnisse wurden auch einfach rausgelockt, statt eine E-Mail zu schicken. Und ich habe das damals an einem einzelnen Abend implementiert, um mir einfach sicher zu sein, okay, dass das, was ich bauen will, macht Sinn. Es
gibt jetzt keine Stolpersteine, die nicht zu überwinden sind. Wahrscheinlich, okay, dann möchte ich es jetzt wahrscheinlich bauen und dann habe ich es eben von diesem Zeitpunkt an, ich hatte heute Mittag nochmal nachgeschaut, waren es dann 67 Commits bis zu dem Zustand, in dem die App jetzt heute ist. Was ich abgesehen davon auch recht früh am Anfang gleich nach dem MVP oder auch teilweise schon vor dem MVP gemacht habe, ist, dass ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe über Technologieentscheidungen. Und die erste Entscheidung, die ich hatte, war, dass es ja im Endeffekt fast 24/7 durchlaufen muss. Und dann sollte das irgendwo laufen, wo nicht zu viel Watt verbraucht werden. Ich habe mich dann für meinen uralten Raspberry Pi Model B in Revision 2 entschieden. Ich habe zufällig ein Einstecken. Also es ist wirklich ein super altes Gerät von 2014. Ich glaube, der hat 700 MHz und 512 MB RAM. Aber es reicht absolut, um das auszuführen und braucht dabei auch nur ein bis 2 Watt, wenn er einfach durchläuft. Ich habe mich dann für Go als Sprache entschieden, einfach weil ich es lange nicht mehr benutzt habe und weil man das dann auch super cross-kompilieren kann und auf dem Raspberry Pi laufen lassen kann. Ich kann es auf meinem Mac laufen lassen und wo auch immer ich es noch laufen lassen will. Ich habe mich dann bei der Datenbank für MongoDB Atlas entschieden, weil das ein Managed Service ist, weil ich da nichts machen muss, weil eine Persistenz auf jeden Fall auch die API schont, weil ich dann nicht so viele Requests machen muss, weil ich ja auch auf die Daten in der Datenbank zugreifen kann wiederum. Es ist auch JSON und ich bekomme JSON von der API, das heißt, ich kann das im Endeffekt einfach reinwerfen und die Managed MongoDB ist natürlich auch von überall erreichbar. Das heißt, ich könnte die App dann auch einfach auf meinem Laptop laufen lassen, wenn ich unterwegs bin und könnte sie genauso benutzen. Ich habe mich dann weiterhin für ein simples Go-Skript entschieden, statt einem Service. Hier war meine Annahme, dass ein Service schneller kaputt gehen könnte, wenn er einfach durchlaufen muss. Ich weiß nicht, ob die Annahme stimmt, aber die Lösung, die ich jetzt gebaut habe, lief jetzt fast seit einem Jahr quasi ohne manuell sein Greifen durch. Ich habe mich dann bei Notifications einfach für E-Mail entschieden, weil es simpel geht und weil man es überall lesen kann und für die Suchanfragen für YAML, weil ich halt Entwickler bin und weil es dann auch jederzeit ergänzt werden kann. Und die Technologieentscheidung, am Anfang waren mir halt sicher, weil ich jetzt nichts so auf die Schnelle bauen wollte, wo ich es dann nach ein paar Wochen bereue, aber dann schon zu tief drin bin, um nochmal neu anzufangen. No. Dann hatte ich jetzt auch heute Vormittag nochmal durch meine Commit History durchgeschaut, wann ich eigentlich mit den Unit-Tests und anderen Tests angefangen hatte. Und das war tatsächlich auch nach einigen Tagen, weil ich nämlich was kaputt gemacht hatte, was ich selbst gebaut hatte erst vorher, weil ich einfach nach ein paar Tagen nicht mehr wusste, was ich gemacht hatte ein paar Tage vorher. Und im Endeffekt ist ja jetzt die Erwartungshaltung,
ich mache das ist alles alleine. Also kann da ja keiner was reinfuschen, was ich nicht verstehe. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass man in einem Team arbeitet mit seinem früheren Ich, auf dessen Erinnerungen man dann nicht mehr zugreifen kann zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich dann auch sehr konsequent die ganze Persistenzschicht mit Tests abgetestet. Ich habe dann einfach die Tests auch als Doku benutzt, wenn ich nicht mehr wusste, wie Sachen gehen. Ich habe dann dann Tests eingefügt, wenn ich einen Bug untersucht habe, habe quasi den Bug im Test nachgestellt, und nachdem ich den gefixt hatte, hatte ich einen kostenlosen Test. Ich habe dann auch eine simple Pipeline aufgesetzt, auf GitHub Actions, um die Tests laufen zu lassen, einfach weil das in 15 Minuten erledigt ist, und dann muss man sich nie wieder Gedanken machen, ob man jetzt vergessen hat, seit ein paar Commits die ganzen Tests auszuführen. Ich habe beim Integrationstest musste ich ein bisschen tricksen, habe dann einen Make-Target, was im Endeffekt die App nimmt und über SSH auf dem Raspberry Pi ausführt. Und man kann dann halt live in die Logs schauen und kann zumindest schon mal so einen Smoke-Test machen, ob das Ganze jetzt richtig explodiert oder nicht. Und im Endeffekt war dann mein Fazit, wenn man noch längere Zeit Änderungen machen will und das weiterentwickeln will, dann ist man auf jeden Fall froh um jeden anstehenden Test, weil man sich da nicht nochmal nach Wochen und Monaten reindenken muss. Ich habe mir dann nach einigen Tagen gedacht, es wäre doch schön, wenn ich irgendwie reproducible Deployments hätte und nicht jedes Mal dann mich erinnern müsste oder nachschauen müsste, wie war nochmal der One-Liner, um das mit SCP rüberzuschieben, welche Files muss ich nochmal rüberschieben und so weiter. Die Challenge war hier jetzt, dass ich es im Endeffekt genau andersrum als Björn halte. Also mein Heimnetzwerk ist nicht übers Internet erreichbar. Der Raspberry Pi ist nicht immer gepatcht und so. Das läuft einfach mit Outbound Internet Access und ist von außen nicht erreichbar. Und deswegen muss ich mir da selbst was überlegen. Also habe ich es halt einfach automatisiert, wieder mit einem Make-Target, und man sieht jetzt hier, dass er halt die App baut und dann einfach nur mit SCP rüberschiebt. Und dann läuft halt der nächste Run, läuft dann auch mit der neuen Version und mit dem zweiten Make-Target, dann kann ich eben auch den Schedule für die Cron Expressions updaten, wenn ich da Änderungen vornehme. Dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass irgendwie keine Mails mehr reinkamen und ich mir dann nicht sicher war, ist das jetzt irgendwie, weil es keine neuen Angebote gibt oder läuft meine App gar nicht mehr, ist die E-Mail-Anbindung nur kaputt oder so, und dann dachte ich mir, da gibt es doch sowas, was sich Observability nennt, das müsste mir doch helfen können, dass ich rausfinden kann, was da los ist. Aber auch hier war jetzt wieder die Challenge, dass ich halt auf diesem kleinen, lumpigen Ding jetzt nicht unbedingt Platz habe für einen Elk-Stack oder einen Grafana oder was auch immer. Und selbst wenn ich es hätte, würde ich wahrscheinlich nicht das ganze Observability-Setup auf dem gleichen Host laufen lassen, auf dem auch die App läuft. Weil im Endeffekt war es immer so, wenn die App jetzt in den letzten Monat down war, dann eigentlich nur, weil mein ganzes Raspberry Pi irgendwie einen Hänger hatte und neu gestartet werden musste. Ich habe dann letztendlich selbst was implementiert. Ich habe die Logs dann einfach in den Temp-Ordner reinloggen lassen auf der SD-Karte. Habe dann wieder mal einen
MakeTag implementiert, um einfach die Logs vom letzten Run-Up zu holen. Was heißt, ich weiß dann schon mal, wann lief die App zum letzten Mal, was ist beim letzten Mal passiert, ist sie quasi erfolgreich von oben bis unten durchgelaufen oder gab es währenddessen einen Fehler? Ich habe dann bei den Metriken auch natürlich selbst was implementieren müssen. Und ich habe da jetzt einfach an die Logs einfach die rudimentären Metriken, die ich sammle, auch einfach mit rangehangen. Und beim Alerting bin ich sogar noch einen Step weiter gelaufen, weil ich mir dachte, wenn ich so und so Mails senden kann, dann kann doch einfach die App ihr eigenes Alerting machen. Und ich habe dann im Endeffekt einfach eine große Catch-Clause um die Anwendung, die fängt quasi die ganzen Fehler und schickt dann auch einfach eine Mail, wenn ein Panic auftaucht. Hierzu noch ein Pro-Tipp, es macht keinen Sinn, E-Mail-Alerts zu senden, wenn man die Mails nicht rausschicken kann. Das ist mir nämlich dann anfangs passiert. Dann habe ich mich irgendwann noch um Database Migrations gekümmert, weil mir aufgefallen ist, ja, ich habe das Schema jetzt in der Vergangenheit nicht ganz so angelegt, wie ich es jetzt haben will, aber ich habe die Daten schon in MongoDB, ich würde es gern migrieren. Auch da gibt es bestimmt fertige Lösungen, aber ich habe im Endeffekt meine minimalen Anforderungen selbst implementiert. Es gibt dann ein einfaches Function-Interface, wo man sagen kann, welche Daten migriert werden sollen und welche Operation drauf ausgeführt werden soll oder welche Daten gelöscht werden sollen hier unten. Und dann wird es einfach ausgeführt von einem zweiten Binary, was ich dann halt manuell von meinem Rechner starte. No. Jetzt sind wir auch schon beim Fazit. Was habe ich dabei gelernt oder was sind meine Gedanken dazu? Ich würde sagen, dass man die meisten Entwicklungspraktiken auch ganz natürlich irgendwann einsetzt, wenn das Projekt nur lang genug läuft. Es kann aber sein, dass man bei manchen Praktiken eben nur die Konzept übernehmen kann und halt die detaillierte Implementierung muss man sich dann selbst auch überlegen. Was auf jeden Fall in solchen Projekten immer eine große Hilfe ist, ist, wenn man auf Managed Services zurückgreifen kann. Und bei solchen Projekten, die nichts kosten sollen, ist es natürlich am optimalsten, wenn dann die Managed Services auch nichts kosten. Ich habe jetzt in dem Fall die kostenlosen Tiers von GitHub Actions und von MongoDB Atlas genutzt und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wovon ich mit der Zeit immer mehr überzeugt bin, ist, dass das Entwickeln und die ganze Entwicklungsarbeit einfach viel weniger Spaß macht, wenn man nicht in Anführungszeichen saub arbeitet. Also wenn meine ganzen Commit-Messages nur fix oder did something oder implemented feature sonst was sind, macht es keinen Spaß, da nochmal reinschauen zu müssen. Und es ist die Zeit auf jeden Fall wert. Wenn man keinen Backlog hat und nur so halt das implementiert, was einem in den Sinn kommt, dann kann man die Features oft nicht so richtig abschließen und kommt vom Hundertsten ins Tausendste und das macht einfach auch weniger Spaß. Und wenn man nicht die notwendige Automatisierung hat, sei es jetzt mit Makefiles oder mit direnv oder mit anderen Werkzeugen, dann hat man einfach noch konstant andere Sachen im Kopf und hat halt einfach nicht so viel Headroom für die wichtigen Sachen beim Entwickeln. Und als letzter Punkt, dass es doch schön wäre, wenn Hobbyprojekte als Default Open Source wären und wenn man sich da nicht ganz so viele Gedanken machen würde,
So nach dem Motto, was ist denn, wenn mein Arbeitgeber das sieht und dann sieht, du hast hier eine For Loop mit dem Namen benutzt, die hast du auch im Code vom Kunden benutzt oder auch andere Gedanken wie, dann sehen ja die anderen Leute, was ich tue und wie ich arbeite. Ja, das ist ja auch wieder eine Motivation, vielleicht sauberer zu arbeiten und mehr Spaß zu haben. Und vielen Dank. Zwei Dinge zu dem Open-Source-Thema hatten wir zuletzt einen Talk, weil wir das eben nicht so machen, For Loops zu vergleichen. Und falls der Eindruck entstanden sein sollte, wir haben keinerlei Vertriebspartnerschaften mit irgendwelchen Herstellern von Raspberry Pis. Das haben die Kolleginnen und Kollegen alle aus freien Stücken verwendet. Auch dass er sagt, ich habe zufällig hier einen in der Tasche. Also wir haben, das ist... ist bitte? Läuft auch auf dem Beagleborg. Ja, bestimmt. Also, wir haben keine Vertriebspartnerschaften damit. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Jakob hat das Mikro in der Hand. Du hast auch keine Frage, Jakob? Ich habe aber zwei mitgebracht. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben keine Vertriebspartnerschaft, aber wenn du einen größeren Rechner gehabt hättest, also so wie Nils K. offensichtlich einen Home-Server im Keller stehen hat, hättest du das irgendwie anders dann gemacht und weniger selbst gebaut und mehr Standard-Tooling verwendet? Es ist auf jeden Fall ein klares Depends, weil man natürlich immer schauen muss, für welche Anwendung mache ich dann Observability, wie wichtig ist es, dass sie up ist, und man muss halt auch aufpassen, wie aufwendig ist die Maintenance für meinen ganzen Observability-Stack und wie aufwendig ist die Maintenance für meine Anwendung. Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich ist die Maintenance von einem Observability-Open-Source-Stack höher als von der Anwendung. In dem Fall würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Wenn ich jetzt wie Nils so 10 Anwendungen laufen hätte auf einem großen Server, dann macht es vielleicht wieder Sinn, wenn man also einen Teil von seiner Zeit in Observability so quasi als Ops-Team investiert und das dafür dann alle Anwendungen gute Observability haben. Okay, danke. Meine zweite Frage ist, oder ist im Publikum im Moment eine entstanden? Haben wir was im Chat, Jakob? Nein? Das ist ein bisschen eine ketzerische Frage, fast so fies wie die an Nils vorhin mit den Tests. Aber du hast ja gezeigt, dass du quasi das Besteck, was du von hier so gewöhnt bist, angewendet hast und hast auch deine Technologieentscheidungen gezeigt. Du hast aber keine ADRs dafür geschrieben, oder? Nein, also ich habe eine recht ausführliche README, in der ich so recht ausführlich dokumentiert habe, was ich über die API rausgefunden habe, dass man nur bis einem gewissen Offset abfragen kann, dass die Pages nur so groß sein dürfen. Aber ich habe meine Technologieentscheidung nicht mit mir selbst begründet und nicht für die Nachwelt aufgeschrieben. Für die das nicht kennen, ADR, Architecture Decision Records, eine Möglichkeit, um Technologieentscheidungen festzuhalten. Denn in Teams gilt oft das Gleiche wie für Tests. So, warum haben wir denn das damals ausgewählt? Und dann mal nachzulesen, welcher Idiot hat das damals ausgewählt? Oh, das waren wir und wir hatten verdammt gute Gründe damals. Ja. Okay, das hat mich noch interessiert, aber das wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen Overkill gewesen. Da ist dann doch noch eine Frage entstanden. Jakob? Hier, zweite Reihe von hinten. Du hattest erwähnt, dass du Hobbyprojekte Open Source machst. 1+1 von mir dafür, weil ich das auch miterlebe, wenn man das Open Source hat, man sich gleich viel mehr Disziplin hat gegenüber sich selber. Hast du irgendwelche Reaktionen bekommen oder, weiß ich nicht, Issues auf GitHub oder sowas? Ja, ich habe in der Tat ein Issue
auf GitHub bekommen von einem Typen auf Mainz. Der hat das mit einem anderen Stack nachgebaut und meinte dann, das ist ja richtig cool. Und wir haben dann so hin und her gechattet, haben dann sogar Nummern ausgetauscht, haben uns ab und zu über andere Entwicklungsthemen hin und her gechattet. Und letztendlich wollte er sogar jetzt heute kommen auch, aber war dann leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Aber es lohnt sich absolut. Also, vielleicht hört er uns ja am Bildschirm zu, ja, und schaut zu. Dass er noch zuhört. Da gibt es noch eine Frage. Hi. Sind dir vielleicht irgendwelche Muster aufgefallen, wenn die Angebote eingestellt werden oder solche Sachen? Ja, es ist oft am Nachmittag, dass Sachen reingestellt werden. Und es ist, glaube ich, gegen Anfang der Woche. Und ich habe auch herausgefunden, dass die neuen Angebote in der API vorne sind. Aber wenn ihr ansonsten einen Raspberry Pi habt und ein bisschen Zeit, dann könnt ihr auch einfach das Makefile selbst ausführen und das installieren. Dankeschön. Gut, dann, während ihr umbaut zur nächsten Runde, kündige ich mal den nächsten Speaker an. Herzlichen Dank, Roman.